Immer mehr Menschen in Erfurt fahren Fahrrad. Es ist also an der Zeit, dass die Fahrradwege ausgebaut werden. Wir wollten wissen, wie die Menschen in Erfurt die ganze Situation einschätzen. Ja, also es ist schon ein bisschen schwierig, finde ich, weil also es wird immer gesagt, es gibt tausende Radwege hier und ich habe es auch letztens gelesen nochmal, zig Kilometer Fahrradweg hier, nur ich finde die hier nicht. Also ganz ehrlich, wenn ich durch die Stadt fahre, hier geht es vielleicht noch, aber so ein bisschen Umland, da wird es schon echt schwierig. Also könnte ein bisschen was getan werden, finde ich. Ach, eigentlich ganz gut. Also ich denke, es gibt schon viele Fahrradwege auf jeden Fall. Ja, schon ganz gut ausgebaut. An sich mittlerweile ziemlich gut, sie macht sich. Man merkt halt schon deutlich, dass die Stadt ausbaut und dass dann halt einiges dazukommt und dass die halt schon ganz gut mittlerweile funktioniert. Sie wird halt nur primär nicht genutzt und das ist halt wiederum das andere Problem. Ich denke mal, es liegt auch daran, dass halt viele Fahrradfahrer mittlerweile das so eingebürgert haben, dass die entsprechend dann ihren anarchischen Fahrstil beibehalten, obwohl halt die Wege entsprechend vorhanden sind. Das ist das Primärproblem an der ganzen Sache. Ansonsten, die Situation an sich finde ich gut. Also in der Innenstadt relativ schlecht. Gerade jetzt auch hier zum Bahnhof zu kommen mit dem Fahrrad ist immer ziemlich kompliziert für mich. Und ja, ansonsten außerhalb geht's besser, aber ja, in der Innenstadt echt schlecht. Naja, das Einzige, was ich jetzt so dran denke, ist die Magdeburger Allee, die geht eigentlich so. Dann, also es wird ja auch viel ausgebaut jetzt. Also es wird vielleicht ein bisschen was dafür getan, ja. Aber. Ja, da kann man sehr gut mit dem Rad fahren. An manchen Stellen wiederum, da ist es eine Qual. Aber im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Also es ist schon ein bisschen gefährlich, aber ich meine, die können ja aufpassen. Puh, ich habe ja hier auch ein Fahrrad. Ich fahre es nur nie, weil einfach überall Autos fahren und die Radwege, die sind jetzt nicht so gut ausgebaut. Und da, wo sie sind, muss man sich die Spur irgendwie immer noch mit Autos teilen. Also, weiß nicht, ich würde sie nicht unbedingt als gut beschreiben wollen. Die könnten ein bisschen mehr Fahrradwege sein, also könnte schon besser sein alles. Na, ich finde, die Situation im Fahrrad ist ziemlich gefährlich. Weil es gibt viele Straßen, wo die Autofahrer ziemlich überhaupt keine Rücksicht auf Fahrradfahrer nehmen. Und das liegt woran? Na, an der schlechten Fahrradverkehrsbindung, an den wenigen Fahrradwegen, an den zu schnellen Autofahrern und an den unübersichtlichen Kurven, Ecken und Kanten, die Erfurt in sich führt. Super, danke schön.